Ich bin Astrid Trebsen, bin verheiratet und arbeite in Wilhelm-Buchholz Stift seit 1. Februar. Meine Aufgaben sind Telefondienst, Essenbestellung aufnehmen, zusammenrechnen und so Lieferscheine wegheften und Rechnungen abheften. Das Wilhelm-Buchholz-Stift in Zellers, ich spreche mit Frau Trebsen, was darf ich für Sie tun? Guten Morgen! Rein. Guten Morgen, Frau Kreis. Guten Morgen. Ich wollte mit Ihnen heute die Speisepläne machen. Ja, Seelachsschnitzel in See, Senfkräutersoße, das mag ich nicht, weil ich keinen Fisch esse. Ja, nehmen wir dieses hier. Heute Morgen einmal kurz, ja. Und dann habe ich gesagt, wie sieht es aus? Ja, das wäre schon schön. Ist ein Samstag, Astrid, ne? Das ist mir egal. Denn wir brauchen jede Hälfte nochmal zusammen. Also das mit den Malern, das ist schon eine ganz alte Freundschaft. Wir kennen uns schon von der Schule her. Malen und ich, wir kennen uns schon seit 15 Jahren mindestens. Und wir, als der Malern ist damals von der Schule nach Lobetal gezogen. Und von da aus bin ich dann hinterhergezogen, sozusagen mit eisernen Willen. Ja, dass das eine Freundschaft ist für ewig. Also die hält ein Leben lang. Und man ist nicht so einsam. Also man sollte Freundschaften nicht von der Behinderung abhängig machen. Man sollte sich eher sagen, was gucken, was das Herz sagt. Ja, wieso ist denn hier eigentlich noch kein Schild drauf? Der soll doch auch mit. Hey, Krüppel! Nee. Hier. Hier könnten wir eigentlich noch ein anderes Bild reinmachen. Der Bilderrahmen ist ja auch deiner. Also wir machen ja die Eingeweihungsparty in der Amelungstraße, in der Teestube da. Und da schmeißen wir die Party mit deiner Anlage. Guck mal, wie schnell sie das machen, was? So zack, zack, eine Sekunde. Du wirst uns fehlen, das weißt du. Ja. Tschüss, Mario. Danke, Ralf. So. Jetzt müssen wir sie vorbeilassen. Noch schnell. Die vielen helfenden Hände. Was
Ja, ich bin Thomas Ebenhöch. Ich arbeite in der Holzwerkstatt von Potthoff in Dobetal. Verbringe gerne viel Zeit mit meinen Freunden. Bis zum fertigen Produkt hat das Holz einen weiten Weg vor sich. Ich mache gerne Holzverbindung, also einfach nur Schrauben, das ist nicht so mein Stil. Ist das ein Smoothie, Thomas? Ja. Kiwi? Nee, das ist Grünblatt und Bananen und Nektarine. So. Das ist ein grüner Smoothie. Nein, heute gibt es keinen Markt mehr. Doch. Nee, ausgefallen. Ja, das ist eine Kiste mit Zinken und Schwalben. Die Zinken und Schwalben, die mache ich an der Bandsäge. Ja, macht heutzutage wahrscheinlich keiner mehr. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch. Also meine Mittagspause mache jetzt hier. Ja.
Ja, das kriegst du auch noch hin. Ach nee, das ist das Kabel. Ja, mal, dann wollen wir was Ruhigeres nehmen oder gleich etwas mit Action? Na, aber wollen wir gleich zeigen, was deine Anlage auf dem Kasten ist? Ja. Ja. Bitte, ihr tragt beide. Beide eine Brille. Wenn diese kaputt würde, wo müsst ihr hin? Geht zu diesem Geschäft. Guck mal hier. Haben wir da auch ein Eis? Die Waffel zuerst? Okay. So, dann kauft es mal ein. Wir müssen. Ich helfe dir mal. Hier ist dein Baum. Ich danke dir. Schönen Tag noch. Aufpassen auf das Feuer. Ich bin Benjamin Bock, ich bin 16 Jahre alt und ich wohne in Haus Linde in Lobetal und ich gehe auf die Hermann-Reske-Schule. Hallo. Ich spiele gerne Fußball und ich spiele Tischtennis. Hey, du tust da intelligent, aber die will ganz locker spielen, ja? Die Idee. So. Ja, wir reden später, ja? Ja. Wir schauen! Jetzt kommen wir. Ich bin Tobias, bin 16 Jahre alt, gehe in der Hermann-Reske-Schule. Ich trainiere, um bei Wasserlauf immer dabei zu sein.
Nur wieder bis zum Fernsehen. Kannst du, wenn du mit ihrem Zeit, ich weiß gar nicht, Tobias, das ist links. Ja. Super, alles klar. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist toll, dass ihr wieder dabei seid. Ich glaube, heute noch so. Augen zu? Ja. Ja. Oh. Alte Gruppe. Meine alte Gruppe. Was? Wieso? Was machen die hier? Yeah. Antritt? Ja. Hey. Aber woher weißt du das? Haben die angerufen? Nee. Von Alex. Von Alex? Ja. Ach, das finde ich ja cool. So, da rum. So, zack. Hello, hello, aber wer ist das komisch? Was ist komisch? Guten Tag, da bin ich. So. Okay, alles klar. So, ernst. Ja, müssen ernst sein. Okay, ist gut. Sag mal. Oh, glatt wie ein Babypop, oder? Aber hier tatsächlich nicht so wirklich, ne? Duft, sage nichts. Zack. Und möchtest du das jetzt auch hier? Und dann das ganze. Ja, wieder der Feind und wieder. Und die Tänze geerdet hat und wieder. Ja. So, haben wir hier 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Super. Das wäre doof, das stimmt. Ich bin so. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns aus Gnaden bescheret hast. Amen. Ich darf Ihnen helfen, ich möchte nicht nett. Erstens. Auf geht's. Christina. Christina, du dich. Alles auf dich, immer alle Leute auslachen. Schön gerade draufhalten, Tobi. Das ist die Kunst. Und wieder zurück. Und schön drauf. Jo. Nimmst mal den Hammer. Dollar. So, Tobi, jetzt fass an und hoch damit. Schön drehen. Jo. Hat geklappt. Jo. Das ist einfach hier.
Ja, du kriegst wieder raus. Ja, ich bin überall im Wesen erschienen. Nee, das kann dran bleiben. Ne? Das kann dran bleiben, genau. Hallo, dann müssen wir eigentlich erst die Maschine. Nein. Jetzt kannst du mal hier drehen, Tobi. Ich bin Lena Knicke. Ich arbeite in Allertal Werkstatt. Kriegt Lena Kaffee ohne Milch. Ich darf nicht. Diesen löslichen, weißt doch, dieser schwarze Kaffee. Jello gibt's nicht mehr. Und mittendrin auch nicht mehr. Ja. So, und schön malen jetzt. Soll ich ein bisschen hochlassen? Dann kannst du besser sehen. So, ne? Siehst du das? Wo ist hier gelb? Das ist ja rot. Hm? Und jetzt kannst du mit rot machen. Wieder, ne? Wenn man ein Lied vorher singt, bevor man spielt. Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hinüber alle Welt? Wenn es losgeht. Ja! Kann ich bitte auch aufstehen? Ja? Sarah. Voll gut. Und los geht's! Genau, dein Arm bleibt dort. Ja? Sehr schön.
Lena, okay. Ich heiße Lukas. Ja, okay, gehst zum nächsten. Tobias. Ja, super, sehr gut. Benjamin. Ja, noch fröhlicher. Herr Krasenikow. Dein Name, ich bitte. Joshua. Joshua. Und ich bin Katharina. Komm, wollen wir noch mal zum Trauen gehen? Nein. Ah.